Es war entsetzlich kalt, es schneite und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahre, der Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen. Es hatte wohl freilich Pantoffeln angehabt, als es von zu Hause fortging. Aber was konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffeln. Sie waren früher von seiner Mutter gebraucht worden. So groß waren sie. Und diese hatte die Kleine verloren, als sie über die Straße eilte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staube, welcher versprach, ihn als Wiege zu benutzen, wenn er einmal Kinder bekäme. Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten, zierlichen Füßchen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Hungrig und rostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloss. Aber bei diesem Schmucke weilten ihre Gedanken wahrlich nicht. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des kleinen Mädchens. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte es sich nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen, aber es fror nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch kein Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch keinen Heller erhalten hatte. Es hätte gewiss vom Vater Schläge bekommen, und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatten das bloße Dach gerade über sich, und der Wind pfiff schneidend hinein, obgleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestopft waren. Ach, wie gut müsste ein Schwefelhölzchen tun. Wenn es nur wagen dürfte, eines aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog das Kind eines heraus. Ritsch! Wie es sprühte, wie es brannte. Das Schwefelholz strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen um dasselbe hielt. Es war ein merkwürdiges Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierungen. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand, sie saß mit einem Stümpfchen des abgebrannten Schwefelholzes in der Hand da. Ein neues wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete und an der Stelle der Mauer, auf welche der Schein fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand. Und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer am Rücken über den Fußboden hin, gerade auf das arme Mädchen zu. Da erlosch das Schwefelholz und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und weit reicher geputzt als der, den sie am Heiligabend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie die, welche in den Ladenfenstern ausgestellt waren, schauten auf sie hernieder. Die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe. Da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher. Sie sah erst jetzt, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel.
Jetzt stirbt jemand, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die einzige, die gut zu ihm gewesen und nun gestorben war, hatte immer gesagt, wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott empor. Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher und im Glanze desselben stand die alte Großmutter hell beleuchtet, mild und freundlich da. Mutter, oh, nimm mich mit dir. Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht. Verschwindest wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große, flimmernde Weihnachtsbaum. Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch im Schächtelchen befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm und hoch schwebten sie empor in Glanz und Freude. Kälte und Hunger und Angst wichen von ihm. Sie war bei Gott. Im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit Lächeln um den Mund, tot, erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, die mit den Schwefelhölzern, wovon fast ein Schächtelchen verbrannt war, dasaß. Sie hat sich wohl werben wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Der süße Brei. Es war einmal ein armes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald. Dort begegnete ihm eine alte Frau. Die schenkte ihm ein Töpfchen. Zum Töpfchen sollte es sagen, Töpfchen koche. Dann kochte es süßen Hirsebrei. Und wenn es sagte, Töpfchen, steh, dann hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf heim zu seiner Mutter. Und nun war es mit der Armut und dem Hunger vorbei. Und sie konnten jeden Tag Hirsebrei essen, so viel sie wollten. Einmal war das Mädchen ausgegangen. Da sprach die Mutter, Töpfchen, koche. Da kochte es und die Mutter aß sich satt. Aber als das Töpfchen wieder aufhören sollte zu kochen, hat die Mutter das richtige Wort vergessen. Also kochte das Töpfchen weiter und weiter und weiter, bis der Brei stieg über den Rand hinaus und lief in die Küche und das Töpfchen kochte immer noch weiter. Das ganze Haus voll. Dann lief der Brei ins Nachbarhaus und auf die Straße, als wollte das Töpfchen die ganze Welt satt machen. Und niemand wusste, was er tun sollte. Endlich, als nur noch ein einziges Haus übrig war, kam das Mädchen nach Hause und sagte nur, Töpfchen, steh. Da hörte das Töpfchen auf zu kochen.
Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Tag, liebe Zuschauer. Heute in der Sendung Märchenwelt aktuell haben wir den Autor des Enthüllungsbuches Was wirklich im Hexenwald passierte zu Gast. Bitte begrüßen mit mir den einzigartigen Herrn Hänsel. Guten Tag, Mr. Stachelbeere. Guten Tag, Herr Hänsel, und herzlich willkommen in unserer Literatursendung. Vielen Dank für die Einladung in diesem prestigeträchtigen Etablissement. Die Zuschauer sind schon gespannt, einen kleinen Einblick aus Ihrer Enthüllungsgeschichte zu erhalten. Aber kurz zu Ihrer Person. Sie heißen Herr Hänsel und gerieten gemeinsam mit Ihrer Schwester Fräulein Gretel in die Klauen der alten Hexe. Die Geschichte ist uns ja durch die Gebrüder Grimm bereits bekannt. Doch welche Geheimnisse sind bisher im Dunkeln geblieben? Die Darstellung der bisher veröffentlichten Geschichten haben immer verschleiert, was wirklich geschehen ist. Damals wurden wir nicht von unseren Eltern weggeschickt, sondern schlichen heimlich aus dem Haus, um den legendären Salon des bösen Wolfes aufzusuchen. Dort wollten wir uns eine Burlesque-Show anschauen. Ja, diese Show ist der Wahnsinn. Da war ich auch schon 10-mal. Wie kam es aber dazu, dass sie dort nie ankamen? Als Gretel und ich auf dem Weg dahin waren, trafen wir unterwegs das Rotkäppchen, welches der geheime Weinlieferant für den Salon des Wolfes ist. Wir überredeten es, uns von seinen Weinsorten probieren zu lassen. Nach gut 2 Stunden waren Gretel und ich so beschwipst, dass wir den rechten Weg nicht mehr fanden. Plötzlich standen wir vor dem Hexenhaus. Das ist ja unglaublich. War Ihnen nicht bewusst, an welchem Ort Sie sich befanden und welche Gefahr Ihnen drohte? Nein, das wussten wir nicht. Das Rotkäppchen gab uns nämlich noch 2 Zauberblaubeermuffins mit auf den Weg, die wir auch sofort verspeisten. Diese Muffins bewirkten, dass der Wald uns wie eine verrückte Party vorkam. Nach Ankunft bei der Hexe sangen wir ein gemeinsames Lied mit ihr. Ich verspürte eine ungeheure Lust, einen Käfigtanz aufzuführen, und Gretel unterstützte mich tanzend an der Stange. Dies ist ja wirklich eine wilde Story. Meine lieben Zuschauer, sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, dann können Sie die einzig wahre Geschichte ab sofort im Cofolino Buchladen der 7 Geißlein für unschlagbare 19 Silbersickel erwerben. Herr Hänsel, ich danke Ihnen für den spannenden Einblick in Ihre Erlebnisse. Gern geschehen, Mr. Stachelbeere. Es war mir ein Vergnügen, in Ihrer Sendung gewesen sein zu dürfen. Auf Wiedersehen! Liebe Zuschauer, dies war ein Beitrag aus der Sendung Märchenwald aktuell. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und viel Vergnügen mit dem Buch von Herrn Hänsel. Ihr Mr. Percival Ignatius Stachelbeere.